5, besser so. 3,4 Volt. T- und C-Stoff ist geladen. Also, ich werde jetzt beim Starten welche langsamer losfahren und über volle Höhe ziehen. Und wenn ich merke, dass er Tendenz hat, ich will aber trotzdem versuchen, relativ sportlich loszufahren. Bei der werden wir ja wahrscheinlich gegen einen Graben gehen. Also sobald du Gas gibst, bricht er nach links aus. Dieser traurige Weihnachtsbaum da hinten, der steht ja taktisch. Sehr gut. Dann mal die Prognose du sollst abgeben. Mir Mut zusprechen. Du sollst mir doch Mut zusprechen. Ja, du sollst Gas geben. Du sollst richtig so. Gas geben, dass das Ding, dass du es hochziehen kannst. Sind alle bereit? Angstwiss habe ich vergessen, den mache ich danach. Ich habe das Fahrwerk vergessen. Warum blockiert denn der so im Seilruder? Das ist den Wackelbaustein an, ne? Das geht hier niemandem was an, dass ich betrüge. Schön durch die Sonne durch. Ja, da hätte ich, wenn ich da vorhin dein Flieger genommen hätte, Albatros, hätte ich gesteckt, ne? Ich habe voll in die Sonne geschaut beim Werfen. Natürlich ja. Voll, die 30 Sekunden habe ich nicht mehr gesehen, ne? Ich war schon zu spät gewesen. Das grenzt ja schon fast an Messerflugautomatik. Ja, also. Der wäre auch in 8 Minuten auf 10.000 Fuß, oder? Meter. Meter waren's, oder? Nicht 8 Minuten? 8? Ja, keine Ahnung, oder 5? Ach, was weiß ich. Ist doch egal. 3,6 Volt. Ja, geil. Ich trau mich irgendwie nicht. Leck mich. Was war das, die Kanzel? War nur die Haube. Also ich war mal nicht so langsam, dass das mit der Strömung nicht hinhaut. Was für ein See? Liegt doch viel besser ohne, Mann. Emergency. Was für ein See? Ah, leck mich. Soll denn das? Ja, keine Ahnung. Den ist schlecht. Dem war es schlecht. Wie kann denn das da raus? Ach so, das ist der Akku. Der Telemetrie verloren. Durch die Vibration. Ja, Susi. Durch die Vibration der Magnet. Den hat es wahrscheinlich aufgeschrieben. Ah, und mein Akkukabel drückt natürlich auch noch nach oben leicht. Also, dann können wir mal wieder mir zu zweit fliegen. Also man muss sich einfach nur mehr Zeit lassen beim Losfahren. Also das Ding ist absolut obergeil, der Flieger. Aber die Unwucht, die nervt. Ja, ich muss das. Ich habe noch keine Zeit gehabt für nix.